Ich darf mich beim Herrn Bundesminister für seine umfassenden Ausführungen herzlich bedanken. Wir darf noch nachholen, dass die Frau Abgeordnete Brandstötter ebenfalls als entschuldigt gemeldet wurde. Wir kommen nun zum zweiten Tagesordnungspunkt, dem Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3314 der Abgeordneten Gerstl, Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz und das Vertragsbedienstetengesetz geändert werden, in 2218 der Beilagen. In diesem ersten Tagesordnungspunkt des heutigen Plenartages geht es um die Anrechnung von Vordienstzeiten im Bundesdienst. Österreich bemüht sich seit vielen Jahren, eine Bestimmung auszuarbeiten, die EU-konform ist, weil der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat vor einigen Jahren eine erfolgte Reparatur der sogenannten Überleitungsbestimmungen für ältere Bedienstete als unzureichend gewertet. Also kommt jetzt eine neue Novelle. Im Grunde geht es um die Berücksichtigung von sonstigen Zeiten während des Berufslebens, also sonstige Zeiten, das heißt Ausbildungszeiten oder andere Zeiten, die nicht unmittelbar mit der Ausübung des Berufs in Verbindung stehen. Diese Zeiten wurden bisher in Österreich zur Hälfte angerechnet, also mit 50%. In Zukunft werden sie nur noch zu 42,86% angerechnet werden. Der Rest ist Pauschalabzug.